Hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Heute mit Raccoon. Wie geht's und was machst du und was spürst? Ja, hallo. Mir geht's gut, dankeschön. Ich spiele Techno und was mache ich sonst so? Daheim ein bisschen Musik basteln. Anfangen gerade. Also bin noch nicht so weit, dass was fertig wird, aber... Stimmt, die Mäuschen haben ja gesagt, du produzierst. Seit wann eigentlich? Ja, seit 2 Jahren, aber das ist noch nichts Professionelles oder so. Es ist einmal nur, dass ich die ganze Materie mal kennenlerne und so. Und ein bisschen mit umschraufen. Wie gehst du an? Am Fruity Loops mache ich halt. Mit Samples und Synthesizer, Stepsequenzer, so Sachen halt. Hast du Vorbilder, an denen du dich orientierst? So quasi stylmäßig, wenn du produzierst? Oder lässt du es einfach pro Inspiration einfach mal fließen? Nein, also direkt lass mich nicht inspirieren. Es fließen einfach die Gedanken, sage ich mal so. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann meistens passiert das irgendwie in der Arbeit, dass einem was einfällt. Dann versucht man es, dass man es merkt und daheim irgendwie dann umsetzt. Ja. Du legst aber schon viel länger auf. Wann hast du angefangen damit? Spielen tue ich seit 2008. Früher Hardtechno und Schrant. Und bin dann einmal auf Techno umgestiegen. Damals habe ich noch Mario B. geheißen. Und ja, seit kurzem ein halbes Jahr circa Raccoon. Weil ich einfach einen anderen Namen gesucht habe für mich, ein anderes Image dann aufbauen will. Ja. Du warst bei der Crew E-Kraft, E-Kraft hat die geheißen, oder? Bist du immer noch dabei? Ja, ja, das ist ein gemeinsames Projekt mit einem Freund von mir, mit Patrick, den kennst du. Da spielen wir eher so in die Richtung Elektrotechno. Das ist halt unser gemeinsames Projekt und getrennt spielen wir halt beide Techno. Genau, der Kickback. Ja. Findet man die noch unter anderen Namen irgendwo? Nein, das war's. Veranstaltest du auf Partys oder so, oder bist du eher nur so DJ, bucht's mich, kommt's her? Ja, also ich war früher bei Schalldruck dabei, das ist auch ein Verein, ne? Die was Festeln gemacht haben. Da habe ich mitgewirkt ein paar Mal und ja, kleinere Sachen, ist nichts Aufregendes. Und sonst spiele ich eigentlich nur, ja. Und wenn man die irgendwo sehen will, wo geht man am besten hin? Wo hat man die höchste Chance, dass man die findet? Ja, das ist eine gute Frage. Also früher halt, wie es noch mehr Techno-Festeln gegeben hat, war ich dort halt vertreten. Aber momentan ist es halt ein bisschen rar in Linz und Umgebung. Ja. Vor kurzem habe ich in Timmelkamp gespielt, bei der Marika Rossa auf dem Techno-Island. Das hat der Adrian Valera gemacht. Ja. Momentan ist es nicht mehr so oft, aber vielleicht wird es wieder. Habt ihr gehört? Bucht es einem. Ganz gut gefällt. Nein, fahre ich sicher. Ja, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Grüß euch miteinander. Viel Spaß beim Zuschauen. Und dir viel Spaß. Danke. Hat mich gefreut.